Afrikanische Rhythmen in der Klosterkirche der Franziskanerinnen in Schwäbisch Gmünd. Die Heiliggeistschwestern aus Tansania zeigen, dass man die Gabenbereitung auch anders gestalten kann, als es bei uns die Regel ist. Drei Konvente gibt es in der Stadt und alle drei beteiligten sich am bundesweiten Tag der offenen Klöster. In der ganzen Diözese waren es 14. Wir sind Franziskanerinnen. Wir sind seit 2000 in diesem neuen Kloster. Heute mit 60 sind wir eingezogen und mit 22 sind wir heute. Ja, ich bin Schwester Elisabeth Amani von Heilige Geistschwestern aus Tansania. Aber unsere Gemeinschaft ist hier in Deutschland 1950 gegründet von Pfarrer Bernhard Bendel. Ich bin Schwester Amabilis, bin Vinzentinerin von Untermarchtal, bin seit letztes Jahr hier in Schwäbisch Gmünd und gehöre da zum Konvent im hörgeschädigten Zentrum St. Vinzenz. Dort sind erwachsene Hörgeschädigte, zum Teil auch mit Einträchtigungen. Der Tag der offenen Tür begann mit einer heiligen Messe für alle drei Orden und für die Besucherinnen und Besucher in der Kirche der Franziskanerinnen. Denn das Gebet ist wie die Arbeit nach wie vor ein zentraler Bestandteil im Ordensleben. Wie das im Alltag gelebt wird, ist von Orden zu Orden unterschiedlich. Also, im Heiligen Vinzenz war wichtig, dass man nicht trennt zwischen Gebet und Arbeit, sondern dass man aus dem Gebet raus die Arbeit für Christus und für die Menschen lebt. Und von daher haben wir zwar auch unsere geregelte Gebetszeit in der Gemeinschaft, Morgenlob, Abendlob, und dann hat auch jede einzelne, sagen wir, Meditation. Aber gleichzeitig ist uns wichtig, dass das immer in den Alltag hineinfließt zu den Menschen, also die Liebe Gottes da einfach sichtbar zu machen und ja, für die Menschen da zu sein. Und wir erleben uns jetzt in einer Phase, wo wir dem Gebet viel mehr Zeit widmen können, wo wir auch Geselliges einbauen können, was wir früher bei der Arbeit sehr wenig getan haben. Ein Problem teilen sich alle Ordensgemeinschaften. Es gibt kaum noch Nachwuchs und die Zahl der Ordensschwestern schrumpft. Besonders wir erwarten vielleicht von neuen Nachwuchs, von den jungen Männern oder jungen Frauen, damit wir diese Aufgabe, Jesus Christus überall zu predigen oder so, dann durch Heilige Geist, wir hoffen, dass das kriegen wir in. Ja, ich wünsche mir natürlich, dass Gott uns weiter Berufungen schenkt und dass die dann unsere Werke und Aufgaben, die wir angefangen haben in diesen, ja, so vielen Jahren, dass sie die weitertragen, einfach für die Menschen da zu sein, und wünsche mir einfach, dass Christus lebendig lebt. Nach dem Gottesdienst waren die Besucherinnen und Besucher zur Eröffnung der Ausstellung Wechselnde Pfade im Kreuzgang eingeladen. Doch das war nur einer von zahlreichen Programmpunkten an diesem Tag. Natürlich boten sich auch viele Gelegenheiten für Gespräche mit den Ordensfrauen.